Wir wollen zur Olympiade im nächsten Jahr bereits mit einer Portion Sonderzügen des ICE die ersten Sonderfahrten anbinden. Alle diese Entwicklungen haben unsere Gesellschaft tiefgreifend beeinflusst und prägen unser Leben grundlegend. Doch so wie Verkehr Gesellschaft verändert, so gilt auch umgekehrt, wenn unsere Gesellschaft sich ändert, wenn die Bedürfnisse der Menschen sich wandeln, so müssen wir auch die Verkehrssysteme hieran anpassen. Was sind nun die aktuellen Herausforderungen, auf die Verkehrspolitik von heute sich ausrichten muss mit Blick auf die nächsten 15 bis 20 Jahre? Da ist erstens das prognostizierte enorme Verkehrswachstum, denn wir reden trotz der Rückschläge durch die Finanz- und Wirtschaftskrise auch in Zukunft mit einem Zuwachs an internationalen Verflechtungen, an Warenaustausch und an nationaler und internationaler Arbeitsteilung. Eine der ganz großen Zukunftsaufgaben, auch der Verkehrspolitik, sind der Umwelt- und Klimaschutz und die Sicherung der Energieversorgung. Denn der Verkehr ist innerhalb der Europäischen Union für 70% des gesamten Mineralölverbrauchs und für etwa 20% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Das bedeutet, der Energieverbrauch auch im Verkehrssektor muss deutlich geringer werden und wir müssen marktfähige, bezahlbare Alternativen zum Öl finden. Weitere Veränderungen und Aufgaben für eine zukunftsgerichtete Verkehrspolitik ergeben sich aus dem demografischen Wandel, der für die älter werdende Bevölkerung andere Mobilitätskonzepte hervorruft. Oder die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Verkehrssystemen. Vulkanasche und extreme Wetterlagen haben uns vor Augen geführt, dass unsere Verkehrssysteme mit zunehmender Komplexität und zunehmender Leistungsanforderung, aber gleichzeitig auch anfälliger werden. Und weil ich gerade von Hochgeschwindigkeitsbahnen gesprochen habe, Züge mit 400 km/h, sie werden natürlich bei frierenden elektrischen Oberleitungen lahmgelegt. Und eine frierende Oberleitung macht einer Diesellok mit 150 oder 160 km/h natürlich nichts aus. Und last but not least ergibt sich zur Bewältigung der eben genannten Aufgaben eine weitere riesige Herausforderung. Das ist die Herausforderung der Finanzierbarkeit. Meine Damen und Herren, die Fragen, vor denen wir stehen, habe ich genannt. Welche Antworten geben wir aber? Ich nenne und erläutere Ihnen nur 4 ganz wesentliche. Erstens, Verkehrspolitik muss sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und darf diesen Bedürfnissen der Menschen nicht doktrinär entgegenstehen. Zweitens, wir müssen vorhandene Potenziale besser ausschöpfen und wir benötigen klare Prioritäten in der Infrastrukturpolitik. Drittens, wir müssen neue Wege zur Finanzierung von Infrastruktur beschreiten. Auf diesen Wegen ist Großbritannien viel, viel weiter, als das in Deutschland der Fall ist. Obwohl Herr Finanzminister Eichel, AD, gerade zu mir blickend, hier schon gut begonnen hat, aber das in Deutschland dauert alles viel, viel länger als woanders. Und viertens, Verkehrspolitik muss sich auch als Innovationspolitik begreifen. Zur ersten These.
Verkehrspolitik muss sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientieren. Meine Damen und Herren, Politik ist für mich und in meinem Verständnis vor allem der Freiheit und Eigenverantwortung, der Freiheit und Eigenverantwortung der Menschen verpflichtet. Oberstes Ziel von Verkehrspolitik muss deshalb sein, Mobilität zu ermöglichen, anstatt Mobilität zu verhindern. Ich möchte, dass wir Mobilität sicherer, zuverlässiger und umweltfreundlicher gestalten, ohne dass wir dabei Menschen in ihrem Mobilitätsverhalten bevormunden. Und ich bin dagegen, dass wir dabei allein auf einen einzigen oder einzelnen Verkehrsträger setzen sollen. Es darf also nicht heißen, Auto gegen Bahn, Bahn gegen Flugzeug, Schiff gegen LKW. Im Gegenteil, die einzelnen Verkehrsträger müssen bestmöglich miteinander verzahnt sein und verzahnt werden, damit jeder Verkehrsträger für sich und in Kombination mit anderen bestmöglich die spezifische Stärke entfalten kann. Zu einem pragmatischen Ansatz gehört für mich auch, dass wir dabei ohne Scheuklappen schauen, wie wir die Leistungsfähigkeit der einzelnen Verkehrsträger bei limitierten Ressourcen erhöhen können. Orientierung an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger bedeutet für mich aber auch, dass wir ihre Widerstände, ihre Bedenken und Ängste vor der Mobilität anderer ernst nehmen müssen. Das gilt vor allem für den Neubau von Projekten wie die Umgestaltung von Bahnhöfen, von Bau von Hochgeschwindigkeitsstrecken oder den Ausbau von Flughäfen. Wir hatten in Deutschland vor Weihnachten gerade monatelang heftige Auseinandersetzungen darum, dass der Stuttgarter Bahnhof von oben unter die Erde gebaut wird. Ich habe gestern mit meinem Kollegen Phil Hammond über die geplante Hochgeschwindigkeitsstrecke von London, Manchester, Birmingham, Leeds gesprochen und die Schwierigkeiten, die sich hier ergeben. Also wir müssen diese Ängste und Bedenken von betroffenen Menschen zutiefst und so frühzeitig als irgend möglich ernst nehmen. Es muss uns gelingen, aus Betroffenen schließlich Beteiligte zu machen, wenn wir für solche Großvorhaben in unseren dicht besiedelten Landschaften auch Zustimmung finden wollen. Hier sind dauerhafte Lösungen gefragt, von leiseren Fahrzeugen und leiseren Fahrwegen, Lärmschutzwände, leisere Schienen und Waggons bis hin zu besseren Anflugrouten für Flugzeuge. Und wer in solchen Schneisen wohnt, wer zwischen Heathrow und Windsor oder Slough wohnt, der weiß genau, was das alle 30 Sekunden bedeutet. Zu meiner zweiten These. Wir müssen vorhandene Potenziale besser ausschöpfen. Bisher war das vornehmste Ziel der Verkehrspolitik, neue und immer neue Verkehrswege zu bauen, um Menschen und Güter ein besseres und schnelleres Fortkommen zu ermöglichen. In Mittel- und Westeuropa in der Tat mit großem Erfolg. Wir verfügen heute über das wohl weltweit dichteste und best ausgebauteste Verkehrsnetz. Reisezeiten wurden durch neue Autobahnen, durch Hochgeschwindigkeitszugstrecken und durch den Flugverkehr deutlich verkürzt. In Zukunft wird es mehr darum gehen, die bestehenden Verkehrssysteme zu modernisieren und funktionsfähig zu erhalten.
Wir dürfen unsere Infrastruktur nicht auf Verschleiß fahren. Angesichts des enormen Verkehrswachstums kommt eine zweite wichtige Aufgabe hinzu. Wir müssen vorhandene Kapazitäten, das, was wir heute an Airports, an Schiene, an Straße und an Wasserstraße haben, optimal nutzen und Hauptengpässe im System, Nadelöhre im System beseitigen. Ich denke hier zum Beispiel an, was wir nennen, intelligente Autobahnen, also die Ausrüstung unserer Hauptstraßenverkehrsachsen mit entsprechenden verkehrslenkenden Systemen. Mittels moderner Telematik wird der Verkehr dann intelligent gelenkt und läuft flüssiger und kann vor allen Dingen auch von traditionell verkehrsstarken Tageszeiten auch auf weniger verkehrsintensive Tageszeiten gelenkt werden. Dies erhöht nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern steigert auch die absolut gegebene Kapazitätsobergrenze der Strecken. Zugleich leistet gute Verkehrslenkung einen erheblichen Beitrag für den Umweltschutz, denn fließender Verkehr erzeugt weniger Emissionen als stockender und stehender Verkehr. Zudem brauchen wir klare Prioritäten in der Infrastrukturpolitik, gerade angesichts der Knappheit in den öffentlichen Budgets und stetig steigender Baupreise. Wir müssen also dort in den Aus- und Neubau von Infrastruktur investieren, wo sie den höchsten gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Nutzen erzielen, wie etwa auch bei den Hafen-Hinterland-Anbindungen oder bei großen Verkehrsknoten. Und umgekehrt bedeutet dies, wir brauchen den Mut zu sagen, welche Projekte diesen Nutzen eben nicht haben und deshalb vorerst nicht verwirklicht werden können. Diesen Mut braucht man auch umgekehrt. Und der ehemalige deutsche Finanzminister Eichel weiß ebenso, wie ich es als Bundesverkehrsminister weiß, wie mühselig und bitter es manchmal ist, wenn man Kollegen im Parlament für ihre Wahlkreise oder so manchen Ministerpräsidenten, lieber Ole von Beust, oder so manchen Bürgermeister schlicht und einfach eine Absage erteilen muss für das eine oder andere Projekt, was schlicht und einfach nicht wirtschaftlich genug ist. Als dritte Antwort, meine Damen und Herren, hatte ich genannt, bei der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur neue Wege zu gehen. Die Finanzierung für notwendige Neubauvorhaben und die Instandhaltung der Infrastruktur muss unabhängiger werden von den herkömmlichen Haushaltsfinanzierungen. Ich nenne dazu nur zwei Instrumente. Da ist zum einen die Nutzerfinanzierung, bei der wir in Deutschland die Einnahmen aus einer Lkw-Maut auf Bundesautobahnen zurück in die Straße investieren. Ein Instrument, das sich auch auf andere Verkehrsträger durchaus anwenden lässt. Oder die in Großbritannien seit langem angewandte Public-Private-Partnership, öffentlich-private Partnerschaften, mit denen wir in Deutschland beim Ausbau von Autobahnen bisher bereits gute Erfahrungen gemacht haben, aber eben erst vergleichsweise am Anfang sind. Mittels moderner Management- und Bewirtschaftungsinstrumente werden Infrastrukturvorhaben effizienter und auch schneller realisiert.